befinden uns im Stadtparkquartier in Winterhude. Dies ist ein großes Neubaugebiet, in dem ca. 1000 neue Wohnungen entstehen. Auf dem südlichen Baufeld, auf dem Baufeld 1.7, wo wir uns zurzeit befinden, haben wir entwickelt und gebaut knapp 100 Wohnungen davon und 880 Quadratmeter Einzelhandel im Erdgeschoss. Die Engel & Völkers Development hat den Fokus oder die Hauptaufgabe in der Projektentwicklung von Immobilien. Wir versuchen also Mehrwerte aus Grundstücken oder aus bestehenden Immobilien zu schaffen. Unser Fokus liegt dabei im Wohnungsbau. Dadurch, dass Hamburg eine wachsende Stadt ist und jedes Jahr viele Zuzugsraten hat, haben wir große Wohnungsnot und Mangel an Wohnungen und auch an bezahlbarem Wohnraum. Und da freuen wir uns natürlich, dass wir hier mit diesem Projekt gegen diese Wohnungsnot angehen konnten und nicht nur frei finanzierte Wohnungen oder Eigentumswohnungen in diesem Quartier entstehen, sondern auch geförderter Wohnungsbau und Wohnraum für Familien, die zentrumsnah wohnen möchten. Also man kann sagen, dass die Baustelle voll im Termin ist. Wir gehen davon aus, dass wir das Bauvorhaben pünktlich Anfang 2016 übergeben können. Also da muss man eindeutig sagen, dass die Zusammenarbeit mit Engel & Völkers Development super konstruktiv und offen läuft. Es ist eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit und allen bei uns im Team macht das einen Riesenspaß. Wir haben uns entschieden, das Baufeld 1.7 zu erwerben, da wir neben der zentralen Lage und der Nähe zum Stadtpark eine insgesamt hochwertige Immobilie sehen. Die Wohnungen sind für unterschiedliche Nutzergruppen konzipiert. Für die 2- und 5-Zimmer-Wohnungen sehen wir Nutzer bei Singles, Paaren oder auch Familien. Neben dem großartigen Blick über Hamburg bieten die Wohnungen eine sehr hochwertige Ausstattung. Neben den selbstverständlichen Ausstattungsstandards wie Parkettfußböden, bodentiefe Duschen haben wir Ensuite, Badezimmer, offene Küchen und sehr große Balkon- oder Terrassenflächen. Für mich und für die Engel & Völkers Development ist das natürlich heute ein ganz, ganz großer Tag. Wir sind wahnsinnig stolz, dass wir heute das Richtfest hier bei diesem riesen Gebäude groß feiern können. Nun genießen wir den heutigen Tag und werden uns ab morgen wieder den anderen Projekten widmen.